Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Moderator Frank Platzberg und die SZ-Journalistin Kerstin Gammelin versucht haben, bei Hart aber fair einen Falscheindruck über die Steuern zu erwecken, wie Jörg Meuthen darauf reagiert hat und was er noch hätte tun können. Im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach noch ein paar Worte dazu. Herr Meuthen, was antworten Sie Bürgern, wie Sie eben Sie auch gehört haben, die unter Steuergerechtigkeit verstehen, Reiche stärker zu besteuern? Den antworte ich, dass wir das bereits tun. Unser ganzes Steuerrecht, nämlich das Einkommensteuerrecht, folgt dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Und ich arbeite ja bekanntermaßen gerne mit Daten und Fakten. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die unteren 50% der Einkommensbezieher zahlen 6,6% des Einkommensteueraufkommens. Die oberen 10% zahlen 48,2%. Die oberen 2,3% zahlen 25%. Das ist eine sehr deutliche Umverteilung. Wenn Sie es aufs Gesamtsteueraufkommen nehmen und nicht nur die Einkommensteuer, zahlen die unteren 50% 18% der Gesamtsteuerlast. Die oberen 10% zahlen 37%. Das zeigt sehr, sehr deutlich, dass wir genau das, was gefordert wird, was die eine Dame in dem Einspieler auch gesagt hat, die mehr haben sollen, auch mehr zahlen. Das haben wir. Das ist das Leistungsfähigkeitsprinzip. Und man sollte das nicht überstrapazieren, denn man sollte die Kuh, die man melken will, besser nicht schlachten und man sollte sie vielleicht auch nicht vom Hof vertreiben. Sie halten das Steuersystem, so wie wir es haben, für gerecht? Insgesamt ja. Und wir haben nur kein Steuersystem. Aus AfD-Sicht sollte man daran nicht schrauben, zu Ungunsten von Reichen. Der Satz, starke Schultern sollten noch mehr tragen, ist kein AfD-Satz. Sie tragen bereits so viel, wie ich es gerade gesagt habe. Und lassen Sie mich einen Satz noch sagen. Wir haben kein Steuersystem, sondern wir haben ein Steuerchaos. Finanzwissenschaftler sprechen von Konglomerat von Steuern. System würde verlangen, dass das alles sinnvoll aufeinander abgestimmt ist. Das haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das wird Ihnen jeder Bundesfinanzrichter jederzeit bestätigen. Das ist ein Riesenproblem. Frau Gammelin, endlich sind Sie dran. Kann man in der Steuerpolitik jetzt bei diesem Bundestagswahlkampf sagen, da gibt es wirklich eine Richtungswahl, da gibt es ein konservatives und ein linkes politisches Lager, das wirklich klare Alternativen bietet im Steuerrecht? Also wir haben uns ja die Wahlprogramme alle angeschaut und eben auch durchrechnen lassen. Und man glaubt ja oft, dass die Parteien sowieso alle so ähnlich und gleich sind und so weiter. Und wir haben bei den Wahlprogrammen ganz deutlich gesehen, dass ist eine Wahl, dass der Bürger eine Wahl hat, dass es wirklich die Wahl gibt zwischen Parteien wie der FDP und der Union, die in der Mitte auch ein bisschen entlasten, aber vor allen Dingen oben. Also die ich glaube, man versteht es besser, wenn man es nochmal aufschlüsselt und sich das nochmal vor Augen führt. Sie haben sich die Mühe gemacht und wir profitieren an dieser Stelle davon, Fakten gecheckt. Und jetzt schauen wir es uns an. Diese Grafik zeigt die verschiedenen Einkommensstufen. Die Grünen zum Beispiel wollen alle bis zu einem Jahreshaushaltseinkommen von 150.000 Euro steuerlich entlasten. Diese Menschen sollen nach den Grünen-Plänen zukünftig mehr in der Tasche haben. Menschen, die mehr verdienen, werden belastet. Sie sollen mehr Steuern zahlen. Ganz ähnlich sieht das bei der SPD und den Linken aus. Bei Union, FDP und der AfD zeigt sich ein anderes Bild. Hier werden im Grunde alle entlastet, sollen künftig weniger Steuern zahlen, egal wie viel sie verdienen. Allerdings gilt hier der Grundsatz, je mehr jemand verdient, desto stärker wird er entlastet. Der Wirtschaftsweise Professor Achim Truger fasst diese Unterschiede so zusammen. Die Berechnungen zeigen eine bemerkenswerte Zweiteilung der Parteienlandschaft. Union, FDP und AfD wollen Besserverdienende und Reiche entlasten. SPD, Grüne und Linke dagegen fordern oberen Einkommen etwas mehr ab, um die Mitte der Gesellschaft und Geringverdiener finanziell besser zu stellen. Wie lange hatten wir eine so klare Gegenüberstellung nicht mehr bei einer Wahl? Also ich glaube, das waren sehr komplizierte Berechnungen und ich kann mich nicht erinnern, dass wir das jemals schon mal in dieser Ausführlichkeit gemacht haben, aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, es gibt zwei verschiedene Konzepte, die das Parteien verfolgen, was jetzt auch Herr Truger gesagt hat, eben Union und FDP und eben auch die AfD, die dann Besserverdiener oder sehr gut Verdiener besser entlasten will und eben die anderen Parteien, die in der Mitte
ein bisschen noch entlasten, aber dann gut Bestverdiener mit den starken Schultern doch mehr zur Kasse bieten wollen. Und was ich eigentlich ganz bedauerlich finde, ist, dass die Parteien, die jetzt unterschiedliche Konzepte anbieten, aber am Ende nicht dazu stehen. Weil wir sehen ja dann jetzt auch von der FDP, von der Union und auch von der FDP, wir hören dann Stimmen, die sagen, ja, wir wollen aber eigentlich auch die Mitte entlasten und so weiter. Also wir haben hier wirklich einen Wettstreit von zwei ökonomischen Konzepten. Ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut im Wahlkampf. Und ich finde, das sollte auch ausgetragen werden. Und ich möchte gerne ein Wort noch zur AfD sagen und zu dem angeblich gerechten Steuersystem. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass wir Beitragsbemessungsgrenzen haben für die Abgaben und dass bis zur Beitragsbemessungsgrenze alle dieselben Beiträge zahlen in den Sozialversicherungen und danach zahlen die, die mehr verdienen, keine Beiträge mehr. Und das ist schon ein Beweis dafür, dass es eben nicht so ist, dass die sowieso schon mehr zahlen, die gut verdienen, sondern das ist ein Beweis dafür, dass es irgendwann kippt und dass die, die weniger verdienen, eben prozentual eine höhere Leistung für staatliche Aufgaben erbringen, als die, die die besser verdienen sind. Aber Frau Gammelin, das sind jetzt die Sozialversicherungsbeiträge. Naja, wir darüber reden ja, kann man separat sprechen. Hier haben wir methodisch jetzt eine Befassung rein mit der Einkommensteuer. Und man sehe mir bitte nach, aber wenn hier gesagt wird, die Grünen und die SPD wollten eine Entlastung, bei Grünen und SPD gibt es nie eine Aber Entlastung. Herr Meuthen, haben Sie denn da etwas bei der Einkommensteuer zurückgehen, dann holen einfach. Sie das woanders wieder drauf. Und zwar dreimal. Es ist das immer gleiche. Herr Meuthen, ich würde wirklich empfehlen, die Parteiprogramme einfach mal zu lesen. Das habe ich. Das sieht das man. Also bei der AfD ist es ja gerade so. Bei den Grünen kann ich Ihnen das zeigen. Ja. Aber am Anfang wird von allen auch so gesehen. Ich rede von der Klimakrise. Pause. Ja, wird von allen so gesehen. Könnte man das nicht umwidmen in einen Klimasoli? Also, wissen Sie, Herr Meuthen, Sie gerieren sich als Partei der kleinen Leute. Ja? Und dann guckt man Ihr Programm an und rechnet das mal durch und sieht, dass keine Partei eine größere Entlastung für die Reichen vorhat in ihrem Programm als die AfD. Ich finde, das gehört dann zur Ehrlichkeit auch dazu, dass das alle mal sehen. Und deswegen danke für die Berechnung. Und ich finde, diese Ehrlichkeit, dass man den Leuten wirklich sagen muss, ja, wir wissen, dass wir es auch nicht übertreiben dürfen, in Anführungszeichen. Ja, das ist völlig klar. Aber wenn wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dieses Land fit machen wollen für die Zukunft, wenn wir sozusagen das, was wir machen müssen in Sachen Klimaschutz, Digitalisierung, ja, Bildung, wenn wir das Infrastruktur, wenn wir das wirklich machen wollen, dann muss es irgendjemand bezahlen. Schauen Sie, man merkt bei Herrn Al-Wazir, dass er Wirtschaftsminister ist, aber nicht Finanzminister. Das heißt, er kennt sich offensichtlich mit den öffentlichen Finanzen nicht so ganz genau aus. Wenn Sie da mal ein bisschen genauer hingeschaut hätten. Wir reden die ganze Zeit über den Soli. Und der Soli muss weg, das haben wir jetzt hier umfassend diskutiert. Weil der Zweck ist entfallen. Und Herr Blasberg, mit Verlaub, ein neuer Zweck findet sich immer. Dann haben wir eine Klimakrise oder sonst was. Das kann ja nicht sein, dass Sie eine solche Sache immer weiter verlängern. Wir schlagen vor, als AfD, den Mehrwertsteuersatz auf 15% zu reduzieren. Und das weiß jeder, insbesondere der Vertreter der SPD weiß das. Die Mehrwertsteuer ist insbesondere die Steuer der kleinen Leute. Die kaufen. Das heißt, genau, die haben eine hohe Konsumquote. Das heißt, die haben da eine besondere Entlastung. Und als ich eben sagte, das, was Sie also bei der Einkommensteuer entlasten wollen, das haut man woanders wieder drauf. Schauen Sie sich Ihre unsägliche EEG-Umlage mal an. Die hat Ihr Parteifreund Trittin vor 20 Jahren eingeführt, hat gesagt, das kostet eine Familie nicht mehr als eine Kugel Eis. Ich will Ihnen sagen, was das eine Familie mittlerweile kostet. Bis 2025 25.000 Euro auf eine vierköpfige Familie. Das ist ein Volumen von 408 Milliarden. Das ist ein relativ großer Eisballen. Und das ist genau das, was Sie die ganze Zeit machen. Das heißt, wenn wir die Diskussion verengt auf die Einkommensteuer führen, führen wir sie nicht ehrlich. Und wir hatten auch hier vor, ganz ehrlich daran zu gehen. Und dann müssen Sie das Gesamtpaket nehmen und dann müssen Sie die Mehrwertsteuer einbeziehen. Wir sind die einzige Partei, die eine Senkung der Mehrwertsteuer um 4 Prozentpunkte fordert. Das ist eine substanzielle Entlastung der kleinen Leute. Voilà. Und wie wollen Sie das gegenfinanzieren? Sie wollen doch auch die Reichen. Die Gegenfinanzierung, wenn Sie mir den Ball ins Feld legen, sehr, sehr gerne. Da habe ich eine lange Geschichte an Vorschlägen. Da fange ich vielleicht mit einem ganz aktuellen Vorschlag heute mal an, unsinnige Subventionen sein zu lassen. Wie, sagen wir mal, Herrn Elon Musk, der in Brandenburg ein Batteriezellenwerk baut, 1,13 Milliarden Subventionen, der Bewilligungsbescheid ist fertig, zur Verfügung zu stellen. Herr Musk zum Thema Steuergerechtigkeit hat das Unternehmen Tesla, das höchst börsennotierte Unternehmen überhaupt, dem gehören 20%, der hat 140 Milliarden. Und dem gewähren wir für Batteriezellenfertigung 1,13 Milliarden an Subventionen.
Beispiel. Oder wenn wir den sogenannten Green Deal nehmen, da haben wir die Italiener. Das europäische Mittel sind. Weißt du das? Natürlich sind das italienische. Europäische Mittel. Bei Ihnen gäbe es die ja gar nicht mehr, weil Sie wollen ja aus der EU austreten. Stopp. Schauen Sie mal bitte genau hin, was da gemacht wird. In dem sogenannten Green Deal bekommen zum Beispiel die Italiener, wenn sie sich eine neue Heizung anschaffen, Achtung, eine Subvention, das ist der sogenannte italienische Superbonus, von 110%. Das heißt, wenn sich ein Italiener eine neue Heizung anschafft, dann kriegt er 110% erstattet aus EU-Mitteln. Jetzt sagen Sie, das sind keine deutschen Mittel. Also dann schauen Sie sich bitte mal an, wer die EU finanziert. Dann schauen Sie sich mal an, wie der deutsche Nettobeitrag ist. Und dann werden Sie sehen, wer es bezahlt. Also, das zahlen die deutschen Steuerbürger. Das rechne ich Ihnen minutiös aus. Milchbubi-Rechnung gegen italienische überfinanzierten Heizungen. Ihr habt schlicht keine Ahnung. Das können wir nicht checken, aber was wir checken können, ist, ob diese Beispiele stimmen. Sie freuen sich ja auch immer auf. Ich hoffe, dass die Zuschauer das checken, damit die mal wahrnehmen, was da passiert. Morgen bis. Herr Meuthen, was die Grünen da fordern, ist ja am Ende das Schließen von Steuerschlupflöchern. Also eine gerechtere Verteilung der Steuerlast. Ist das eine Forderung, der am Ende die AfD sich anschließen kann? Also der Forderung sicherlich nicht. Dass Steuerschlupflöcher geschlossen gehören, darüber besteht Einigkeit. Alles andere ist ungerecht. Nun muss man sich anschauen, dass da auch viele Schlupflöcher in den letzten Jahren geschlossen wurden. Und das ist auch richtig so. Was die Grünen hier vorschlagen, ist das, was er gerade sagt, was es nicht sei. Es ist Blockwartmentalität. Man stelle sich das einmal vor. Anonyme Anzeigen von Nachbarn. Das heißt, die können sich jetzt gegenseitig denunzieren. Sagen wir, ich kann meinen Nachbarn nicht leiden und ich bin ein fieser Typ, dann melde ich den mal beim Finanzamt und sage, ich habe den Eindruck, der lässt seinen Rasen schwarz mähen oder sowas. Dann muss das Finanzamt qua Amt die Geschichte aufgreifen. Die müssen. Das heißt, wir werden zu einem wirklichen Schnüffelstaat, ob man das jetzt Stasi nennen will oder nicht, sei dahingestellt. Genau das. Und genau das ist der tiefe Geist der Unfreiheit, der durch ihr ganzes, komplettes Programm wabert. Und das ist das Problem. Wir werden zu einem Ausweichstaat, zu einem Schnüffelstaat, zu einem Umerziehungsstaat. Das ist genau die Nummer, die Sie machen. Die SPD macht da voll mit. Ein grober Unfug. Es liegt im Kern an Ihrem sozialistischen Denken. Sie können das exemplarisch. Maria und Josef, Sie können das exemplarisch sehen. Herr Klingbeil, bei Ihrem Partei. Herr Meuthen, Sie sprechen von Denunziantentum, stören sich daran, dass es anonym möglich ist. Die AfD hat kein Problem damit, Online-Portale anonym zu schalten, wo sich Schüler, Eltern melden sollen, wenn ein Lehrer sich negativ über die AfD geäußert hat. Auch anonym, auch aus dem Schutz der Dunkelheit heraus. Können Sie mir den Unterschied erklären? Ich halte es grundsätzlich anonym für falsch. Das, was wir da machen... Die gibt es aber noch. Ich habe heute noch mal geguckt. Ich habe noch zwei Portale gefunden. Herr Plasberg, deswegen muss ich es nicht richtig finden. Ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn man etwas anprangert, wenn man einen Missstand beklagt, dann muss man, ich sage das jetzt mal sehr salopp, den Arsch in der Hose haben, das offen zu machen. Bundessprecher, das heißt, man AfD, muss es dann klar. Wann werden die denn abgeschaltet? Zwei gibt es noch nach unseren Recherchen heute. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das waren Landesverbände. Das kommt nicht vom Bundesverband, das kann ich Ihnen nur wirklich nicht sagen. Ich sage Ihnen meine Meinung dazu. Ich sage, es sollte nicht anonym sein. Grundsätzlich ist es richtig, auf Neutralität in der Schule, das ist ein völlig anderes Thema, zu bestehen und auch dort zu sagen, wo das nicht der Fall ist. Anonym sollte das nicht sein, bin ich bei Ihnen. Ich meine, das ist ja interessant. Also hier ist der Bundessprecher und der hat nichts mit dem zu tun, was die AfD macht. Ja, ich meine, haben Sie was zu tun mit dem, was Herr Kühnert treibt? Wir können noch mal drüber reden. Frage bitte um kurze Antwort. Ich fange mit Ihnen an, Herr Meuthen. Mit wem aus dieser Runde würden Sie denn gerne am Wahlabend ein Glas Schaumwein, natürlich versteuert, heben auf die tollen Möglichkeiten der neuen Regierung? Mit Herrn Lindemann am liebsten, weil ich glaube, der bedarf am Wahlabend des Trostes. Und dann kann ein Gläschen helfen. Wie war der Eindruck der Sendung? Zunächst ist anzumerken, dass, glaube ich, im Jahr 2021 noch kein Gast der AfD bei Hart aber fair war. Es war auffällig, dass von der größten Oppositionspartei der Parteivorsitzende anwesend war, aber von den anderen Parteien nur Politiker aus der zweiten Reihe. Es war außerdem auffällig, dass die AfD wieder zum Steuerthema eingeladen wurde. Zu einer Talksendung, die sich vorwiegend mit Migration oder mit Corona befasst, wurde die AfD bisher nicht eingeladen. Mir ist keine einzige Talksendung bekannt. Also jedenfalls keine reichweitenstarke Talksendung. Hart aber fair hat normalerweise eine Einschaltquote über 2 Millionen, manchmal auch darunter. Wie lief die Sendung ab? Es war erstaunlich gesittet. Jörg Meuthen wurde kaum offensichtlich angegriffen. Das Thema Rechtsextremismus kam so gut wie gar nicht vor.
Anscheinend verfolgen die ÖR die Strategie, dem Zuschauer zu beweisen, die AfD ist auch so schlecht. Wir müssen nicht Rechtsextremismus zum Thema machen. Wir können auch beim Thema Steuern die AfD entblößen. Und das WDR hatte sich anscheinend hier einen Plan ausgedacht, wie man nicht nur der AfD eins reinwürgen kann, sondern CDU und FDP gleich eins mit. Bei allen Grafiken fehlt die Überschrift. Und jeder, der studiert hat, der einmal in der Universität war, der weiß, zu jedem Schaubild gehört eine Überschrift, dass man überhaupt weiß, worum es geht. Ich habe also gedacht, okay, dann gucke ich mir das Originalmaterial doch nochmal an. Vielleicht hat Kerstin Gammelin ja erklärt, was denn die Kurven darstellen. Frau Gammelin, endlich, hier sind Sie dran. Kann man in der Steuerpolitik jetzt bei diesem Bundestagswahlkampf sagen, da gibt es wirklich eine Richtungswahl, da gibt es ein konservatives und ein linkes politisches Lager, das wirklich klare Alternativen bietet im Steuerrecht? Also wir haben uns ja die Wahlprogramme alle angeschaut und eben auch durchrechnen lassen. Und man glaubt ja oft, dass die Parteien sowieso alle so ähnlich und gleich sind und so weiter. Und wir haben bei den Wahlprogrammen ganz deutlich gesehen, dass es eine Wahl, dass der Bürger eine Wahl hat, dass es wirklich die Wahl gibt zwischen Parteien wie der FDP und der Union, die in der Mitte auch ein bisschen entlasten, aber vor allen Dingen oben. Also ich glaube, man versteht es besser, wenn man es nochmal aufschlüsselt und sich das nochmal vor Augen führt. Sie haben sich die Mühe gemacht und wir profitieren an dieser Stelle davon, Fakten gecheckt. Und jetzt schauen wir es uns an. Diese Grafik zeigt die verschiedenen Einkommensstufen. Die Grünen zum Beispiel wollen alle bis zu einem Jahreshaushaltseinkommen von 150.000 Euro steuerlich entlasten. Diese Menschen sollen nach den Grünen-Plänen zukünftig mehr in der Tasche haben. Menschen, die mehr verdienen, werden belastet. Sie sollen mehr Steuern zahlen. Ganz ähnlich sieht das bei der SPD und den Linken aus. Bei Union, FDP und der AfD zeigt sich ein anderes Bild. Sie hat also lange um den heißen Brei geredet und sie hat nur von Steuern geredet. Jetzt aber natürlich ganz essentiell zu wissen, welche Steuern sind gemeint. Ist es die Einkommensteuer oder sind es alle Steuern? Es wäre ganz einfach gewesen, über das Schaubild Einkommensteuer zu schreiben. Darauf hat aber die Redaktion verzichtet und suggeriert, es würde sich um die Gesamtsteuern handeln, das heißt auch Mehrwertsteuern oder EEG-Umlage. Alle Leute mit geringem Einkommen können durch die Einkommensteuer kaum mehr entlastet werden. Sie werden hauptsächlich durch die Mehrwertsteuer und Steuern auf Energie belastet. Dass die AfD die Mehrwertsteuer senken will, ist in die Rechnung nicht mit eingeflossen. Ebenso, dass bei einer veränderten Energiepolitik durch die AfD die Leute ebenfalls weniger für Energie bezahlen müssten, was für die kleinen Einkommen einen großen Unterschied macht, weil diese Steuern ja eher wie eine Pauschale sind. Also es ist das Gegenteil von dem Einkommensteuerprinzip, wo mit zunehmendem Einkommen zunehmend mehr bezahlt wird. Die Energiekosten sind aber wie eine Pauschale, die ungefähr jeder Mensch gleich entrichten muss. Weil reiche Menschen sehr wahrscheinlich nicht unbedingt sehr viel mehr Energie verbrauchen als arme Leute. Denn Kochen, Heizen, Autofahren, das müssen alle ungefähr gleichermaßen. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Frank Plasberg und Kerstin Gammelin bewusst auslassen. Hier haben wir methodisch jetzt eine Befassung rein mit der Einkommensteuer. Und man sehe mir bitte nach, aber wenn hier gesagt wird, die Grünen und die SPD wollten eine Entlastung, bei Grünen und SPD gibt es nie eine aber Entlastung. Herr Meuthen, haben Sie was hätte Jörg Meuthen besser machen können? Aus meiner Sicht hat er schlagfertig geantwortet und er war gut vorbereitet. Konnte gegenüber Tarek Al-Wazir die Oberhand gewinnen, indem er ihm mangelnde Kompetenz vorwarf. Und hat jeweils immer sagen können, ich habe es aufgerechnet, ich weiß es, es ist so und so. Und er konnte damit nicht irgendwie in die Defensive gebracht werden. Jetzt denken viele, super Auftritt, alles perfekt. Jörg Meuthen hat sogar aufgedeckt, die Schaubilder indirekt, hat es also klargestellt, hat richtig gestellt. Das waren ja nur die Einkommensteuer, das war gar nicht der Rest. Und er hat die Punkte alle gemacht. Super. Er hat alles perfekt beantwortet. Das Problem ist, dass nach solchen Auftritten die AfDler zufrieden sind. Sie denken sich jetzt, wir haben es alles perfekt gemacht. Der Zuschauer, jetzt weiß er, wir sind kompetent. Aber solche Auftritte reichen nicht aus, um eine Stimmungswende zu erzeugen. Warum ist das so? Das Problem ist, dass die Medien wieder einmal mit ihrer Täuschung davongekommen sind. Und sehr wahrscheinlich hat bei vielen die Täuschung verfangen. Sie haben das mit der Einkommensteuer nachher nicht verstanden. Jörg Meuthen hat das gesagt, aber sie haben es inhaltlich nicht nachvollzogen.
Sie denken dann tatsächlich, die AfD will die Armen nicht entlasten, was einfach eine Fehlinformation ist, da ja die Mehrwertsteuer gesenkt werden soll und die Energiekosten gesenkt werden soll, was einen großen Unterschied ausmacht, was bei Rot-Rot-Grün nicht der Fall ist. Und die Leute, die das bemerkt haben, haben gemerkt, okay, Jörg Meuthen hat es bemerkt, hat es richtig gestellt, aber die Medien, sie konnten das machen, ohne dafür belangt zu werden. Sie kamen damit davon. Jörg Meuthen hat zwar inhaltlich dagegen argumentiert, aber hat gegen das Vorgehen nicht protestiert. Es ist natürlich im Nachhinein leicht zu sagen. Ich musste das auch erst zweimal anschauen, um das alles zu verstehen, was da passiert ist. Es geht ja auch nicht darum, anzuklagen, sondern darum, das Optimum aufzuzeigen. Was möglich ist. Was man erreichen kann, theoretisch. Und man kann natürlich vielleicht nicht alles bemerken, aber wenn man solche Bruchstücke bemerkt und sie dann dem Zuschauer offensichtlich macht, einfach mit Worten beschreibt, was hier passiert ist, was hier diese Leute gemacht haben, dass eine Täuschungsabsicht vorgelegen hat, dann wird ein großer Coup gelandet. Und dann geschieht wirklich eine Veränderung. Erst einmal werden die Leute, die getäuscht wurden, werden endgültig aufgeklärt. Die Schaubilder sind falsch. Die Medien verlieren so das Vertrauen der Zuschauer. Wenn die Medien Vertrauen verlieren, dann verlieren auch ihre Narrative Vertrauen. Die Bürger sind dann kritischer und denken sich, naja gut, die sagen das, aber ob das stimmt? Hier wurde schon wieder eine Täuschungsabsicht aufgedeckt. Wir können den Medien nicht vertrauen. Wir müssen uns andere Medien suchen. Das heißt, optimal wäre es auch gewesen, wenn Jörg Meuthen alternative Medien eingestreut hätte in irgendwelche Aussagen, damit die Leute nachrecherchieren können, andere Informationsquellen, sich unabhängig informieren können. Wenn Jörg Meuthen sozusagen von den Medien gedemütigt wird, weil es wurde ja falsch gespielt, und er die Medien aber dafür im Nachhinein nicht belangen kann, dann wirkt er schwach und die Medien wirken stark. Die Leute sehen, okay, die Medien können das und das machen, ihm passiert nichts. Und die AfD hat gelitten. Und sie ist nicht in der Lage, sie ist zu schwach, das im Nachhinein aufzuklären. Und viele Leute sind Mitläufer. Die Realität ist leider, die Leute interessieren sich nur eingeschränkt für das moralisch Gute. Sie wollen vor allen Dingen dem Starken hinterherlaufen. Das ist die Realität. Natürlich, in Disney World wollen die Leute das Gute, sind immer für den Guten, aber in der Realität ist es nicht so, dass es nicht keine Rolle spielt. Natürlich, vielleicht wollen tendenziell die Leute eher das Gute. Auch schon in der Schule haben vielleicht viele die Erfahrung gemacht, diejenigen, die gemobbt haben, das waren eigentlich die Beliebten, die oben auf waren, die bei der Damenwelt gut angekommen sind in der Schule. Und die, die gemobbt wurden, sie waren nicht beliebt. Sie waren bei den Mädchen der Klasse nicht beliebt. Sie waren die Außenseiter. Mit ihnen wollte eigentlich keiner was zu tun haben. Jetzt mögen viele protestieren und sagen, nein, das stimmt gar nicht, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist natürlich so. Und das ist die Realität und es nutzt nichts, die Augen davor zu verschließen. Sondern die Lektion daraus ist, wir müssen die Stärkeren sein. Die Leute sind, wie sie sind. Die meisten Leute in Deutschland sind wahrscheinlich Mitläufer. Wir müssen uns überlegen, was wollen wir? Wir wollen in einer Demokratie leben. Wir wollen Recht in einem Rechtsstaat leben. Wir wollen Recht und Gerechtigkeit. In diesem System wollen wir leben. Aber das will der Mitläufer nicht zwangsläufig. Und wenn wir aber das durchsetzen wollen, dass wir in einer Demokratie leben, dann müssen wir die Mitläufer auf unsere Seite ziehen. Und das tun wir, indem wir stark sind, Stärke ausstrahlen. Und Stärke ausstrahlen tun wir dadurch, indem beispielsweise Jörg Meuthen in dieser Sendung diese Journalisten entblößt, indem er dem Zuschauer aufzeigt, was hier gemacht wurde. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber es ist natürlich so, man lernt mit der Zeit und die Situationen wiederholen sich. Und es reicht ja, man muss ja nicht alles erkennen. Es reicht ja schon, wenn man eine Täuschung erkennt und das groß vor dem Zuschauer ausbreitet, was hier gerade passiert ist. Und die entsprechenden Moderatoren sind völlig entblößt. Weil sie stellen sich ja als die guten Journalisten dar. Sie behaupten, sie betreiben redlichen Journalismus. Wie gesagt, das ist natürlich schwer. Aber wenn das gelingt, dann landet man einen großen Coup. Und dann kann man auch wirklich was verändern. Man hat die Macht gezeigt, diesen Leuten die Grenzen aufzuzeigen. Sie konnten nicht falsch spielen, sie konnten Jörg Meuthen nicht verarschen. Ihr Täuschungsversuch ist gescheitert. Und sie haben sich dabei blamiert, weil es wurde schön vor der ganzen Welt ausgebreitet. Und genau in solchen Momenten sollte es gelingen, die Mehrheit der Deutschen auf unsere Seite zu ziehen.
und sich in Deutschland wirklich was ändert. Denn wir sitzen auf einer tickenden Zeitbombe. Wir sehen, Stefan Habart ist Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts. Vorher saß er in der CDU-CSU-Fraktion. Und so schamlos, wie das geschehen ist, das wird natürlich in Zukunft immer so weitergehen. Und so verlieren wir Rechtssicherheit. Das heißt, es muss dringend etwas geschehen. Die AfD muss dringend sehr schnell zulegen. Wir können nicht zufrieden sein mit 10-15%. Das ist der Untergang. Wir brauchen 30-40%. Und zwar möglichst schnell. Jetzt bei der Wahl kann man froh sein, dass man nicht untergegangen ist, sich konsolidiert hat. Aber danach muss sehr viel passieren, wenn sich in Deutschland etwas, ja, wenn wir hier weiter hier gern leben wollen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.